Und hallo, ich bin wieder da. Es gibt eine weitere Folge von mir. Ja, sehr episch. Ich wollte jetzt in dieser Folge da runter zu den Bombentypen gehen, weil da geht es weiter. Ne, dort ist so ein Weg. Den habe ich nicht ganz wahrgenommen, als ich vorhin. Vorhin ist gut gesagt, vor Folgen entlang gerannt bin. Durch Bombenbeschuss, Bewurf, durch Bombenbewurf. Ja. Da, um da nach unten hinzugehen, wohin meine Schwertspitze zeigt, da wo dieser Itempunkt ist, dieser Itemnebelpunkt, Ballpartikel, um da hinzukommen, da muss ich erstmal mit der Schreindienerin sprechen, hat man mir gesagt. Und das mache ich dann auch, nachdem ich dort mich umgeschaut habe. Ja. Lange Worte, gar keinen Sinn. Ich gehe da jetzt hin. Das reimt sich ja. Yay. Oh. Alter, nicht so aggressiv. Was ist denn los? Halt doch mal dein Chi. Falls es jemand weiß, Chi, THI oder KI, Ki oder Chi. Das ist sowas wie eine spirituelle innere Macht des Menschen. Wow. Wow. 300 noch etwas Bossschaden. Und er fällt dahin. Gra, so, da runter muss ich. Genau. Der erwischt mich hier nicht, ne? Nein. Gut. Ein bisschen Heilung. Dann was ist dort? Ich hoffe, du bist keine Missionarin, weil Religion mit Schlägeln mag ich offiziell nicht. Hier ist Nagerfeuer! Oh mein Himmel, was? Ist das Ding echt? Alter! Das sollte ich vielleicht mal entfachen. Wie gut! Hätte ich das nur vorher gewusst, da wäre ich schon vorher runtergesprungen. Hier, wie geht's hier? Oh! 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 Alles klar! Jetzt bin ich Assassin's Creed mäßig wieder auf dem Dach unterwegs. Ha, es hat sich ausgebombt. So. Nicht hochmütig oder arrogant werden. Ups. Ein Fehler. Kommt ihr was? Bitte? Nein? Na gut. Oh, die schönen Funken der Herrlichkeit, die von meinem Schwert ab runterfallen. Ja, was gibt's? Ah! Okay, Moment. So, was gibt's hier? Okay, auch hier visiert die Zielanvisierung nicht an. Hallo? Wer bist du? Oh, das ist auch irgend so ein NPC. Das ist kein einfacher. Also, das ist ein besonderer NPC, meine ich. Handaxt. Ist das deine Waffe? Hallo? Nicht, dass. Ah, nee, okay, du bist festgekettet. Nicht, dass du runterfällst, würde ich sagen. Hi. Unkindled, are we? Welcome to my abode. Oh. I am Cornix, an old pirate.
pyromancer. Oh. A crow in his cage, as you see now. Okay. But here we are. An encounter for the ages. Ja. Ich bin auch nicht gerade schön. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old most wise. A chance encounter should not be squandered. Oh. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. Great Swamp? The pleasure okay. is mine. Ja, guten Tag. Geil. Ich wollte gerade fragen, soll ich dich freilassen, aber ja, da hat er sich auch schon aufgelöst. Sagen wir mal aufgelöst, okay? Gut, gibt's hier was? Nein. Gab's hier? Da ist die Leiche. Ja, wegen der Leiche. Ich habe eine Idee. Und zwar, guck mal. Ich habe ja einen Bogen da. Warum reime ich so viel in dieser Folge? Genau. Ein Bogen mit Billigpfeilen für sowas. Yay. Oh. Ich hoffe, das hat nicht wehgetan. So, dann Bogen wieder weg. Peitsche wieder ran. Hier oben ist nichts weiter. Dann bin ich hier fertig, würde ich sagen. Halt, nein, da unten im Gang ging es noch weiter. Genau. Hier ist die Leiche. Was hast du für mich? Partisane. Oh. Erstmal die Handaxt. Axt und Malkriegsschrei. Mhm. Eine gute Handaxt kann nicht nur als Waffe, sondern auch als Werkzeug eingesetzt werden. Zum Holzhacken. Sie wird häufig von Pyromanten des großen Sumpfs verwendet. Oh, ich habe seine Handaxt gefunden. Sie hat geringe Reichweite, aber ein gutes Gewicht und gute Angriffskraft. Sie ist handlich und stärker als sie wirkt. Okay. Fertigkeit Kriegsschrei. Ein ermutigendes Pullen, das kurzzeitige Angriffskraft erhöht. Ist die Beschreibung so eine Art Tipp, dass diese Waffe in Wirklichkeit doch ganz, ganz, ganz gut ist? So, wo ist da ist die Partisane? Ein Speer, an dessen breiter Spitze eine Klinge befestigt ist und der Angriff mit erhobenem Schild ermöglicht. Oh. Oh, oh mein Gott. Oh. Die vielseitige Waffe kann Gegner aufschlitzen, aber auf engem Raum können ihre Angriffe von Wänden abfallen. Ja, das macht Sinn. Fertigkeit Wirbelstreich. Fegt in einer großen Drehbewegung durch Gegner hindurch und nutzt den Schwung für einen schweren Schmetterangriff. Hoch. 828. Oh. Moment. Ganz kurz. Mal gucken. Ja, mal gucken. Also. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, da, oh. Ich, also ganz ehrlich, von all den Dark Souls Infos, die ich kenne, habe ich davon noch nie was gehört. Schild und Angriff. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, okay. Ist das der Wirbelstreich? Ha! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. Mir gefällt, was ich hier sehe. Und gerade noch 9 Minuten. Ey, wir sind so gut hier mit der Folge. Oh, halt, da ging es ja noch weiter. Ach, von da kommt man dahin. Also von dort, da wo die Bombentypen waren, kommt man dahin. Alles klar. Krampelt das die ganze Zeit? Dass ich gleich überrascht werde. Hier ist nichts.
Vermutlich der Typ dort oben mit dem Obst. Mit dem Fleisch. Na nü. Haha, geil. Spartaner, was ist euer Handwerk? Ja. Kleines Danny Chabbe. Okay, das war's hier dann auch schon wirklich. Wenn ich nicht nach oben schaue. Okay. Komme ich denn hier noch irgendwie hoch von der Seite? Na, ein Ethos-Flakon habe ich ja noch. Nein, scheinbar nicht. Okay. Na dann. Fight! Wow. Das Ding ist nicht so gut, wie ich dachte. LOL. Oh, okay. Nein. Nein, nein. Okay, ich sollte jetzt echt aufpassen. Wow. Gut, gefährlich, gefährlich. Aber der Speer ist offiziell jetzt nicht so meins. Ich bevorzuge mein schönes, ja, Leuchtschwert, genau. Ah. Oh, lebt er noch? Feuerklauenring. Ach, dort liegt eine Leiche. Okay, das geht. Okay. Das war's aber jetzt auch wirklich von den Items hier, oder? Nicht brennen. Sehr gut. Was ist mit dem Schild? Okay. Dann Feuerklauenring. Was bist du denn? Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Hä? Okay. Feuerangriffe, wenn ich eine Feuerpyromantie nutze, oder? Ah, stimmt ja, von hier komme ich zurück auf den Weg. Gut. 30 Minuten. Ah ja, stimmt, das ist ja noch so eine Echse. Ich trinke mal was. Das war eine sehr produktive Folge. Wir haben eine Menge Zeug bekommen, wir haben zwei neue Bekanntschaften gemacht und wir haben ein Lagerfeuer gefunden. Noch eins. Ich wusste nicht, dass noch eins ist. Ja. Und übrigens, das habe ich, glaube ich, letzte Folge nicht erwähnt oder vergessen. Ja, als ich mich informiert habe, ich muss da hinten, wo Peter Frost war, im Turm da unten, da muss ich, wo ich das Tor geöffnet habe, da wo ein Lagerfeuer dahinter ist, das ist schon ein separates Level-Ding, habe ich verstanden. Da geht es sozusagen weiter von der Story her. Daher werde ich dorthin noch nicht gehen und erstmal den Boss hier smacken. Oh, Quinch. Und ja. Nachdem wir die gute Frau besucht haben. Weil hier sind wir ja jetzt wirklich nun so richtig fertig. Abbruchhalte Brücke. Und, ah hier, Cliff Unterseite, so heißt das hier. Okay. Und ja. Auf zum Feuerbandschein. Und danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge.